Die Zutaten für unser Brandhackerz werden sein Mehl, Eier, Salz, Wasser und Butter. Mit denen gehen wir jetzt an den Herd und stellen unseren Brandteig her. Außerdem brauchen wir natürlich Erdbeeren und Sahne. Die Sahne lasse ich jetzt aufgrund des Wetters noch im Kühlschrank. Den Topf gebe ich nun mal voller Stärke, gebe das Wasser hinzu und die Butter. Die Butter fängt jetzt langsam an zu schmelzen. Wenn sich die Butter nun gut aufgelöst hat, so wie hier, dann geben wir das Mehl auf einmal hinzu. Achtet bitte darauf, dass das Wasser nicht kocht, sonst werden die Eiweißteile in der Butter ausflocken, das möchten wir nicht. Also jetzt das Mehl auf einmal hinzugeben und gut umrühren. Das Ganze wird eine richtig schöne dicke Masse werden. Ich drehe in der Zeit schon mal ein bisschen die Hitze runter. Perfekt. So sollte eure Kloßmasse jetzt aussehen. Richtig schöne, dicke Kloßmasse. Und nun muss ich hier unten eine kleine weiße Schicht bilden. Das heißt, ich lasse ihn kurz stehen und rühre aber immer wieder um. Er darf nicht anbrennen, aber er muss unten abbrennen. Deswegen auch Brandhack. Das heißt, hier unten muss ich eine kleine weiße Schicht bilden. Dann ist unser Teig schon fast fertig. Wenn ihr jetzt hier schaut, werdet ihr sehen, hier ist es abgebrannt, also das, was sich hier bildet. Dann ist der Teig richtig. Dann nehmen wir ihn jetzt vom Feuer und schütten den jetzt um in eine Schüssel. So, Rodele. Wir haben den Teig in der Schüssel drin. Jetzt braucht ihr eure Küchenmaschine, also euer Handrührgerät. Denn jetzt kommen die Eier hinzu. Und das ist nicht ganz so einfach. Das heißt, ihr gebt immer ein Ei nach dem anderen hinzu. Das heißt, wir machen jetzt eins rein. Ich arbeite es gerne schon mal so ein bisschen vor. Der Teig flockt jetzt ein bisschen, das ist aber nicht weiter schlimm. Das erste Ei ist drin, jetzt erst kommt das zweite. Und ihr seht, der Teig wird jetzt schon schwieriger zu verarbeiten. Da kommt jetzt langsam auch schon die Küchenmaschine mit im Spiel. Ei Nummer 2 haben wir doch noch einen Kochlöffel geschafft einzuarbeiten. Mal gucken, wie es im Ei Nummer 3 wird. Ei Nummer 3 ist drin, aber auch jetzt brennt schon der Oberarm. Und das letzte Ei, ich glaube, da werde ich streiken. Da muss ich dann doch meine Küchenmaschine nehmen. So, wie ihr gesehen habt, für das letzte Finish habe ich dann doch noch meine Küchenmaschine gebraucht. Ich dachte, ich brauche sie früher, aber egal. Ihr könnt gleich von Anfang an, wenn ihr möchtet, mit der Küchenmaschine starten. Ich habe nur mal für mich so probiert, ob ich es nicht doch schaffe. Jetzt werden wir den Teig gleich umfüllen in einen Spritzbeutel und wir heizen den Backofen gleich vor auf 200 Grad und legen ein Backblech mit Backpapier aus. Ich habe mir ein Backpapier mit Backpapier ausgelegt. Ich habe auf das Backblech selber nochmal das Wasser gegeben. Dann hält das Backpapier besser. Und nun spritzen wir unser süßes Herz drauf. Das heißt, wir machen es sehr großzügig und lasst auch viel Platz daneben. Und füllt es nun richtig schön in der Mitte mit aus. Fertig. Ich werde es aber noch kleine Windbeutelchen machen, die man eventuell auch noch nach oben füllen kann. Das Blech verschwindet nun im Backofen, mittlere Schiene, für ca. 15 bis 20 Minuten. Schaut nach, dass euch nicht zu dunkel werden. Und in der Zwischenzeit können wir hergehen, die Erdbeeren schälen, leicht zuckern und später die Sahne steif schlagen. Und so sollte es aussehen, wenn es fertig ist. Ihr seht, richtig schöne Herzchen sind es geworden, die ihr jetzt grob drauf füllen könnt oder auch aufschneiden. Schaut euch das an. Ich finde sie richtig toll. Hier ist mein großes Herz.
Das werde ich jetzt ganz vorsichtig auf eine Platte geben, hier schön Sahne drauf machen mit Erdbeeren und das Ganze schön ausdekorieren. Solche Teile sind natürlich richtig toll, da können in der Mitte so ein kleine Erdbeere reingeben, die auch vielleicht ein bisschen Herzform hat. Also da ist wirklich eure Fantasie, freien Lauf zu lassen. Ihr könnt es auch aufschneiden wie ein Windbeutel. So sehen ja die klassischen Windbeutelchen aus. Und das könnt ihr ja auch machen, aufschneiden und dann füllen. Freut euch auf die Bilder danach, die werde ich euch auch gleich präsentieren. Also viel Spaß beim Nachmachen, eure Silke von Restwelt.